Meine Freunde, damit herzlich willkommen wieder zurück zu Car Mechanic Simulator 2018 mit meiner Wenigkeit. Es geht mal wieder eine neue Aufnahme-Season los und erstmal wieder Dankeschön für eure Kommentare. Danke auch für den Tipp mit diesen oben rumklicken hier. Ganz ehrlich, ist mir nie aufgefallen. Da geht's natürlich um einiges. Also ich weiß nicht, ob das so der übelste, die übelste Zeitersparnis ist, aber ich werde es auf jeden Fall jetzt mal anwenden. Deswegen. So, wir nehmen den FMW Panda. Ja, yo, Kollege. Muss meine Karre für den Verkauf vorbereiten. Fast neu, aber du kennst ja die Leute. Die kaufen mit den Augen. Die Karosserie muss glänzen. Das kriegst du hin. Ja, das sollte weniger das Problem sein, würde ich sagen. Erstmal lädt es übertrieben lange. Ah, jetzt. Ja, fast neu. Also, ja, gut. Ich zweifle daran, dass das fast neu ist. Wenn ich mir den Motor so angucke, fällt mir da eher was anderes auf. Repariere Teile der Karosserie und extrem viele Bauteile nicht gefunden. Okay. Kann ja lustig werden. Motorhaube, vordere Stoßstange, hintere linke. Was haben wir denn überhaupt? FMW Panda. Okay. Dann checken wir das mal ab. Undercarosserie ist leckt heute. Minimal. FMW. FMW Panda. Gibt's da? Oh, ja. Da gibt's wohl mehrere. Okay. PH. N-T-H-E-R. Wow. Okay. Gut, das sieht schon, denke ich mal, besser aus. Wir brauchen auf jeden Fall einmal die vordere Stoßstange. Also erstmal die Motorhaube. Dann die vordere Stoßstange. Das ist soweit korrekt. Linker, vorderer linker Kotflügel. Vorderer linker Kotflügel. Nein. Vorderer linker Kotflügel und linker Scheinwerfer. Vorderer rechter Kotflügel. Vorderer linker Kotflügel. Sowie linker Scheinwerfer. Linker Scheinwerfer. Hintere Stoßstange. Linkes Rücklicht. Rechtes Rücklicht. Okay. Hintere Stoßstange. Sowie 1 und 2. So, einmal. Zweimal. Rechter Kotflügel, linker Kotflügel. Da kommt das dran. Kommt das dran. Und dann sind wir noch hier hinein. Hier hinten. So, dann hätte man die kompletten Teile der Karosserie schon mal ausgetauscht, was mich sehr erfreut. So. Na. Aber wir haben noch normales Kennzeichen. Das muss wohl scheinbar. War das nicht gerade hier vorne noch dran? Ah, wunderbar. So, dann haben wir aber allgemein noch so das Probleme der Problemchen hier. Wunderbar. Und zwar, dass hier massiv irgendwie irgendwo was an der Elektronik kaputt sein muss, so wie das Gelumbe verrostet ist. Katalysator ist im Eimer. Zweimal Katalysator ist im Eimer. Gucken wir mal kurz, was hier die Elektronik noch so macht. Gehäuse ist im Eimer. Drosselklappe ist im Eimer. Anlasser ist auch im Eimer. Sehr gut. Gucken wir mal, was der Motor hier im Allgemeinen noch so sagt. Ich glaube, der komplette Motor ist im Eimer und kann weggebaut werden. Nö. Also, wir müssen sogar mal gar nicht so tief rein. Das ist ja sehr angenehm. Ich sehe auf jeden Fall, dass der Auspuff im Eimer ist.
Kraftstofffilter ist im Eimer, Treibstoffpumpe ist im Eimer, sehr gut. Motor springt nicht an, ja, wer hätte es gedacht. So. Irgendwie sehen die Felgen auch nicht gerade mehr so das Gelbe vom Ei aus, muss ich mal gestehen. So, na gut, das sieht jetzt auch nicht gerade besser aus. Obwohl das geht auch. Aber die belüftete Bremsscheibe geht definitiv nicht. So. Und 2, 3, 4, 5. Sieben. Das weg. Okay, dann waren das schon mal im Allgemeinen die Teile. Gucken, was wir da jetzt hier unten noch machen können. Gut, die Endschalldämpfer sind im Eimer, das hätte man sich denken können. Aber die Mittelschalldämpfer auch, okay. Geht das bis da hoch? Oh ja. Eieieiei. Ja gut, also Endschalldämpfer V8, also halt ja immer noch normalen Auspuff, der geht. Auspuff, zweimal Mittelschalldämpfer, zweimal Katalysator oder was? Und zweimal Flammenrohr V8, na ja, gut. Okay, dann gehen wir mal hier raus. Gehen wir ins Allgemeine. Also wir brauchen einmal Auspuff, dann Endschalldämpfer, Endschalldämpfer V8 zweimal, Mittelschalldämpfer zweimal, Katalysator zweimal und Flammenruhe in der V8-Variante. Auch zweimal. So. Dann einmal wow, V8A. Das hätte man an müssen. Das ist ein V8A, Alter. Flammenruhe einsetzen. Einsetzen. Dann Katalysator. Katalysator. Mittel. Mittel. Dann Auspuff, der ganz neue, hier kommt der etwas noch kaputtere und dann Endschalldämpfer, Endschalldämpfer. Sehr gut. Jetzt haben wir da erstmal eine komplett rundum Erneuerung. Die Treibstoffpumpe war in Ordnung, ach die Kraftstoffpumpe war im Eimer, ich vergaß. So, dann einmal hier mal. Wird aber auch in Ordnung. Ach, die Treibstoffpumpe sitzt jetzt bei dem Modell wieder oben, ne? Ich muss mal kurz hier den Anlasser ausbauen.
Schauen wir mal, dass da jetzt im Getriebe Anlass auf V8, gehe ich jetzt mal stark davon aus. Gucken wir mal, dass jetzt im Getriebe nichts kaputt ist. An die Drosselklappe komme ich hier eh nicht ran. Das auch nicht. Gut. Dann erstmal wieder eine Etage nach unten. So, dann gucken wir mal kurz, was hier Phase ist. Kühler des Ventilators B. Okay, da brauche ich Kühlergehäuse des Ventilators B. Kühler. Das und das. Sollte sich, denke ich mal, aus dem Zusammenhang ergeben, oder? Ja, wunderbar. Dann passt es soweit auch. Okay, den einen Auspuff will er aber auch noch ersetzt haben. Aus was für ein Grund auch immer. Aber gut, den kriegst du dann von mir aus auch ersetzt. Aber hier wurde noch einiges nicht gefunden. So aus. Puff, kriegst du den später auch noch ersetzt. Aber ich glaube zumindest zu erkennen, dass das hier alles kaputt ist. Jawohl. Deswegen bauen wir das so ab. Die Zündkerzen hatten wir ja. Nicht die Zündkerzen, die Abdeckung, das passt alles. Die Zündspulen, so rum. Ich denke mal, da kommt schon noch ein little bit was Größeres, weil das wäre sonst halt zu einfach. Auch wenn das jetzt so erstmal, wie gesagt, in der Nähe vom Motor halt nicht so aussah. Es kann ja trotzdem immer irgendwas sein. Na gut, gucken wir einfach mal. Also hier erstmal die Drosselklappe. V8 mit weg. Dazu der Kraftstofffilter. Dann machen wir kurz die Kraftstoffverteiler hier mit runter. Die Ansaugstützen sind aber noch in Ordnung. Freut mich. Also, Ansaug. Quatsch. Drosselklappe V8 und der Kraftstofffilter. Dran machen. Dran machen. So. Trotz alledem wurden noch 1, 2, 3, 4, 5 Sachen nicht gefunden. Tja, gute Frage. Der Bremskraftverstärker ist es schon mal nicht. Ja, die ABS-Pumpe kann mir keiner so genau sagen, sieht aber jetzt nicht wirklich vergammelt aus. Also so halbwegs. Mal gucken an. Ach, gucke an. Ja gut, bevor wir das jetzt hier einzeln machen. Hallo. Ich würde das gerne auseinandernehmen. 43%. Boah, warum ist das immer so? 43%. 43%. 43%. Lade, Filterluftdeckel ist weg und Luftfilter, okay. Achso, halt, dann würde ich jetzt auch kurz noch überprüfen. Das geht wiederum, okay. Ist ja eigenartig. Filterluftdeckel. Einfach danach. Filterluftdeckel.
und Luftfilter. Nein. Ich hätte nochmal ein Luftfilterchen gerne. Dankeschön. So, einmal. Zweimal. So, dran mit den Klemmen. Ja gut, dann haben wir schon mal wieder zwei was entdeckt. Stehen aber trotzdem immer noch drei Items aus. Oder drei Komponenten. Da fange ich doch schon mit Items an. Die noch getauscht werden müssen. Das kann aber alles erst nach Demontage geprüft werden. Der sieht aber halt ziemlich kaputt aus. Deswegen baue ich den mal raus. Jo. Gefunden. Kühler Typ A. Noch kann das wieder hier dran montiert werden. Sehr schön. Da wurden immer noch eins, zwei Bauteile insgesamt nicht gefunden. Na ja, gut, aber das machen wir im nächsten Part, meine Freunde. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Däumchen da lassen nicht vergessen. Und denkt dran, wie gesagt, ist eine Vorproduktion. Bis dann, haut rein. Tschüdelü.